Recht herzlich willkommen zur 206. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, was war unsere Aufgabe hier? Ihnen hier, welches ja, keine Ahnung. Wir müssen einen retten auf jeden Fall noch. Das hatten wir, glaube ich, noch angenommen, ne? Also eine Dingens haben wir ja noch nicht gebaut. Claretz Wrack, ist das das? Dann würde ich sagen. Wo ist Claretz Wrack? Das ist da, dann ist das das gar nicht, oder doch? Wir werden sehen, wenn wir in der Aufgabe sind. Hier oben rein. Und hier haben wir wieder den Bug. Verfügbar, nein, aktive brauchen wir. Doch, es ist Claretz, den wir retten sollen. Gut, dann gehen wir doch nochmal da rein. Und gucken nochmal nach Claretz Wrack. Das muss ja ganz unten gewesen sein. Das ist da, okay. Er fliegt da halt rum. Kann man nicht angucken. Gut, dann gehen wir hier raus. Abbrechen. Wir wollen das ins da raus, nicht da raus. Achso, wir hätten vielleicht mal gerade noch gucken können, wie wir. Ja, aber es war ein Tag genau ziemlich, ne? Vielleicht eine Stunde mehr, die wir Zeit haben. Ein Tag und ja, 53 Minuten. Das bedeutet, wir nehmen eine Rettungsrakete und gucken zu, dass wir da hinkommen, ne? Auf zu Claretz Wrack. Laden wir. Jetzt ist nur die Frage, wie die Kiste heißt. Moon Rescue. Altar-Rakete V3, Rescue Moon, Rescue Orbin, Orbit, Cabin Orbit. Gucken wir doch mal an, oder? Die sieht doch gut aus, oder? Passen aber drei rein, ne, oder? Ne, das war falsch, das ist richtig. Brauchen wir drei? Eigentlich nicht, ne? Aber die ist dann halt fertig, ne? Nur einen müssen wir rauswerfen und das ist dann hier der Niles da. Oder der Bob. Und der Bob nehmen wir mal mit. Und können wir eigentlich schon loslegen, ne? War ja jetzt nichts Entscheidendes, oder? Wir müssen noch hoch und den aus dem Orbit holen. Der flog, glaub, rechts rum. Sollte dann nicht so schwer sein, ne? Gut, zwei sitzen drinnen, alles ist gut. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Alles ist soweit gut. Wir geben Schub. Und SAS an und dann 3, 2, 1, go! So, ein bisschen schon mal hier so Richtung weisend. Wo sind wir? Da hinten sind wir. Ja. Läuft schon, ne? Macht doch alles einen guten Eindruck, oder? Sechstausend. Läuft. Dreizehntausend. Macht bis jetzt alles einen guten Eindruck. 22.
36. Alles gut, würde ich sagen. Jetzt können wir mal noch ein bisschen weiter rum. Wir sind nämlich schon im Orbit gleich. Weg mit dem Ding. Und auf geht's in die Waagerechte. Okay, das geht aber alles gut soweit. Das können wir nachher noch ein bisschen korrigieren dann, ne? Ja. Passt, würde ich sagen, ne? Okay, da sind wir jetzt nicht ganz passend, weil wir da ein bisschen irgendwas verzogen haben, aber das soll jetzt halb so wild sein, das korrigieren wir nachher besser. Weiß nicht, ob wir... Kann das ja mal gerade versuchen, hier hin zu steuern. Vielleicht verbessert sich's dann. Ich glaube ja, oder? Nee, da. So. Ja, kommt besser, glaube. Kriegen wir hin. So. 120. Läuft erstmal. Zeug immer genug dabei noch. Und wie sieht's aus? Gut sieht's aus, oder? Ja. Jetzt müssen wir hier nur gucken. Ich glaube, wir müssen mal einmal stoppen. Ein bisschen weiter vorrücken. Weil wir sonst zu weit rauskommen hier. Wir sind da, ne? Müssen nach hier. Hier vorspulen können wir machen. Vorgespult haben wir jetzt wieder ausrichten hier. Und dann können wir wieder Schub geben. Die wechselt zwar noch minimal, aber das ist jetzt so. Aber wir müssen hinten halt die Apoapsis, ne, die Periapsis kriegen, ne? Und die sollte jetzt bald kommen. Da oben ist er. Und wir sind schon viel zu groß, kann das sein? Ja, ist so. Ja, aber wir haben trotzdem noch genug zum Korrigieren, denke ich. Das soll noch alles reichen. Wir brauchen nicht mehr so viel. Ja. Das bedeutet, wir müssen jetzt nur wissen, wo unser Ziel ist. Das ist er hier. Gibbyskraft. Da ist es. Als Ziel setzen. Und wo sind wir jetzt? Hier? Ja. Das bedeutet, wir müssen mal hier Manöver setzen. Und da gucken, dass wir das schon mal hinkriegen. Dass wir das nullen. Das ist schon richtig, ne? Aber ich hätte gern den markiert, so wie den auch markiert. So, und jetzt hier.
Kriegen wir das nochmal hin? Ja, da. Gut. Das müssen wir jetzt markieren. Darunter. So, Schubzeit haben wir da stehen. Ist nicht viel, können wir aber auch schon loslegen, denke ich mal, oder? Ah, nicht ganz. So, bei 15 machen wir mal. Und stopp. Okay, das passt erstmal soweit. Er ist da. Den können wir mal weglöschen. Ist jetzt aber noch ein bisschen unterschiedlich, wie wir gerade sehen. Aber das ist jetzt erstmal zu vernachlässigen, denke ich. Ja. Sonst. Okay. Da wird's mehr. Da wird's auch mehr. Vernachlässigen wir jetzt. Brauchen wir nicht. Jetzt müssen wir noch gucken. Wir sind hier. Haben einen langen Weg. Und er kommt näher. Weil wir außen sind, oder? Den machen wir weg. Ja, das bedeutet, wir müssen eigentlich erstmal Retro wieder brennen. Manöver hier mal gerade hin, und wenn wir langsamer werden. Ne, da werden wir schneller. Wir wollen ja langsamer werden. Dann haben wir da und da eine Schnittmenge. Und machen wir mal so. Wenn ich jetzt hier das Plus mache, ne? Okay, dann sehe ich, dass ich hier so einen ziemlich guten Punkt habe, eine Runde später. Ich glaube, das lassen wir mal so stehen. Beziehungsweise brennen mal jetzt hier auf die passende Richtung, ne? Beziehungsweise ich müsste eine ganze Runde drehen. Ach, brauchen wir nicht. Wir machen das erstmal so. Und zwar können wir das jetzt sofort machen, ne? Das soll reichen. So, jetzt müssen wir nur gucken, wo wir da sind. Gerade ganz schlecht, wie ich sehe. Das war eine Fehlplanung. Das war nämlich viel zu viel. Mach den Haken nochmal weg. Und gib mal wieder Stoff, dass wir hier auf den Weg kommen. Machen wir da auch mal wieder so hin.
76 haben wir da jetzt. Wir haben auch zwei Punkte, wo wir schneiden. Das ist dann erstmal gut, dann lassen wir das so. Ja. Gut, dann müssen wir mal gucken. Wir sind jetzt hier. Und der ist da. Das heißt, wir müssen nachher gucken, wie wir da näher rankommen. Das machen wir aber, wie gesagt, in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo gönnt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, einen Daumen hoch gebt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.